Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Stronghold Crusader und dem griechischen Feuer hier in unserem 7. Missionsteil. Wir haben bis jetzt noch keinen Huhn benutzt, bis jetzt haben wir alles ganz gut geschafft. Allerdings haben wir es jetzt mit zwei Kalifen zu tun und haben keinen Vorteil, was das betrifft. Ich bin gespannt, wir haben hier so ein bisschen Oase, Eisenerz gibt es nur von hier drüben, das müssen wir auf jeden Fall safen, damit wir da irgendwie an Ressourcen drankommen. Ich schicke mal als erstes hier gleich die Holzfäller los. Ihr könnt das nicht hier alles wegzumachen. So, auch hier meinetwegen rein. Auch gleich eine Runde Stein rantragen. Ja, ist egal. Die geht gleich wieder hoch. So. Packen wir mal hier die Kornspeicher hin. So. Aber das war jetzt hier gerade sehr wichtig. So. Dann brauchen wir noch ein paar Hüten. Die können wir eigentlich nach hier hinten stellen. Wir benötigen Holz. So. Und da haben wir jetzt Stein-Holz-Problem. Aber halb so wild. Es gibt Schlimmeres. Konzentrieren wir uns in der Zwischenzeit mal hier auf unsere Abwehr. Dann würde ich auf jeden Fall gerne den Stein safen. Hier der Übergang ist ein bisschen schlecht. Das packen wir auf jeden Fall hier mal mit rein. So, hier oben kann keiner kommen. Sehr cool. Wir haben nur das Nadelöhr hier unten. Ja, ist ja eigentlich perfekt. Kriegen wir hier auf jeden Fall dicht, würde ich sagen. So, können wir uns eigentlich auch ein großes Tor gönnen. Ich richte das mal hier in die Richtung. So. Und müssen wir hier nur die Kante absichern, gleich mit Bogenschützen, damit das hier alles safe bleibt. So, aber hier oben haben wir dann im Prinzip komplett alles für uns. Das ist doch mal richtig gut. So, sorgen wir mal gleich hier für Nahrung, indem wir mal hier auf die Obstplantagen umsteigen. Die werden uns hier, glaube ich, gleich ein bisschen den Popo retten. So. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber da haben wir wenigstens Platz. So, wir können rein theoretisch hier noch ein paar mehr machen. Ich schick mal noch welche nach hier oben. Ist zwar ein Stückchen weiter weg. Aber das sollte trotzdem gehen. So. Und wir haben hier alles Mögliche für Holz. Das ist auch sehr praktisch. Können wir voll reinhalten. My Lord. Sehr gut. So, dann kümmern wir uns hier gleich mal es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Eisenerz. Um das Gebäude zu verwalten. Eure Beliebtheit steigt. Das ist doch schon mal gut. So, Nahrung kommt auch rein. Sehr schön. Stein ist nachgekommen. So, das machen wir hier mal komplett zu. So. Wichtige Sache das. Blubbedi. Den haben wir ein bisschen sehr nah hier ran platziert, den Turm, aber auch da gibt es Schlimmeres. So. Rein theoretisch müsste es doch jetzt dicht sein, oder? War hier noch irgendwo was, wo man rüberkommt? Eigentlich nicht, oder? Okay, aber eigentlich müssten wir safe sein. Ist aber nur so eine Idee. So, Dalle, dann werden wir einfach jetzt mal hier so die Türme platzieren. Um ihn hier mal leer zu räumen auf der anderen Seite. Ich hoffe, das funktioniert dann gleich. So, wie ich mir das denke. So. Mal ein bisschen einmauern das Ganze. So, da warten wir auf den nächsten Stein. Aber in der Zwischenzeit können wir uns ja hier schon ein paar andere Sachen anlachen. So, Dalle. Ich hoffe, das passt denn so. Ich lasse mal hier ein bisschen was frei. Das stört jetzt die Holzfällerhütte. Ja, da steht nicht nur eine Holzfällerhütte, ne? So. Packen wir das einfach mal hier zwischen. Dann kriegen wir auch noch ein bisschen Käse dazu.
dann können wir uns gleich mal hinten ihr könnt das nicht oder auch hier vorne noch weiter auf Stein konzentrieren. Na, kriegen wir noch was platziert? Hier sieht's doch ganz gut aus. Mhm. Na. So, sehr schön. Sehr gut. Da kriegen wir Stein rein. Das gefällt mir gut. So, ich staune, dass noch keiner angegriffen hat. Weil wir haben truppenmäßig auch noch gar nichts. Wir haben hier zwar schön die Türme und so, aber da ist bei uns auch noch niemand drauf. So. So weit, so gut. Ich werde das mal hier mit Mauer verbinden. Dann sparen wir uns hier 1000 Treppen. Muss ich immer nur eine abreißen, um das Ganze hier safe zu kriegen. So, kommt die Person da über den Einstein lang? Ich hoffe. So, die Treppe packen wir mal schön hier hinten hin. Weil da so schnell keiner langkommt. So, der Turm hier ist jetzt irgendwie auch völlig umsonst. Den verabschieden wir einfach mal. So, sieht auch ganz gut aus. Jetzt können wir uns mal um die Truppen kümmern. Packen wir auch gleich mal hier mit hin. So, jetzt haben wir nur noch Obst hier drin. Alles andere hat sich erledigt. So, hier müssen mehr Bäume weg, Leute. Weg mit den Bäumen. Und dann kümmern wir uns hier hinten mal ums Eisenerz. So. Gott, wir haben so viel Holz. So. Da noch mit hin. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier hinten haben wir dann auch noch viel Möglichkeit für Stein. So, packen wir mal noch fett die Obstplantagen hier mit hin. So, dalle. Und dann passt hier auch schon nichts mehr zwischen. Schicken wir mal einen Holzfäller hier hin, der das hübsch macht. Und da haben wir schon wieder keine Leute mehr. Unfassbar. So, ich packe mal vorsichtshalber hier so ein paar Safe Spots hin. Ne? Einfach nur, damit wir uns hier sicher sein können. So, viel ausgegeben haben wir auch noch nicht. Ich würde hier auch gerne gleich eine Kirche mit hinklatschen. Es werden Rekruten benötigt sein. Aber sorgen wir einfach mal dafür, dass wir nicht gleich sterben, falls uns jemand angreift. Aber guck mal, so weit sind die anderen hier einfach auch noch nicht, ne? Er hat hier noch nicht mal was zu. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut dabei. So, wir können schon anfangen, hier Sachen zu verkaufen. Ich würde hier auch komplett auf die arabischen Krieger gehen. Maulai. Weil bei den Kalifen, finde ich, lohnt sich das da jetzt nicht unbedingt. Selber was zu machen. Weil gerade hier mit den Ressourcen kriegen wir auch auf jeden Fall genug Gold zusammen. Machen wir lieber mal ein paar Bogenschützen hier. So, hier kommen dann auf jeden Fall auch ein paar Leutchen an. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier hinten auch auf jeden Fall noch auf Stein. So, und jetzt brauchen wir viele, viele Ochsen. Wirklich viele. Wir benötigen Holz. Und viel Holz. So, aber hier wird schon gut alles weggemacht. So, da kommt wieder Holz. Dann können wir hier unsere Bewohnerzahl ein bisschen aufstocken. Sehr schön. Das passt schon mal gut. Wir können uns ja auch rein theoretisch mal hier so eine kleine Kapelle gönnen, ne? Wenn wir hier vom Gold mit hinkommen. Zum So, können wir mal den Kornspeicher beschützen. So, ein bisschen was fehlt uns noch, aber an sich ist der Plan, glaube ich, schon mal nicht schlecht. So, noch ein Haus. So, hier fehlt noch der Baum. Das kriegen wir hier, glaube ich, aber ganz gut hin. So, wir packen in der Zwischenzeit hier mal noch ein paar Ochsen mit hin. Wir benötigen Holz. Ja, das ist doch eine gute Nachricht. Heißt, wir haben viele hinbekommen. So, dalle. Und dann machen wir jetzt hier mal einfach eine kleine Kapelle mit hin. So, hier an die Gärten. Ist doch wunderschön dort. Traumhafter Ort. So, zwei Bogenschützen mehr. Hier kommt jetzt das Eisenerz auch mit an. Sehr schön. So. Hier haben wir fünf. Ich packe jetzt erstmal hier 10 aufs Tor. Mehr kriegen wir da erstmal nicht hin. Da nehmen wir lieber die anderen Türme hier, um
das ganze Feld abzuschwächen. So. Gott, unsere Vorräte schwinden langsam dahin. Das könnte ein bisschen schwierig werden, aber die machen hier auch nicht schneller, was das Holzfällen betrifft. Packen wir nochmal welche dazu. Und dann können wir hier auch noch ein bisschen in Stein investieren. Kommen die da jetzt hin? Ja, ne? Sieht ganz gut aus. Ihr seid der größte Herrscher. Da kommen sie jetzt auch noch. Okay. Ach, jetzt läuft da wieder einer rum. So, jetzt haben wir hier alles großzügig verteilt. Noch ein paar Ochsen mehr mit hin. So. Holz brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch mehr. Eigentlich nur noch hier das ganze Zeug wegfällen. Pack mal hier noch einen mit. Was soll's. So, wir haben jetzt mittlerweile schon relativ gut Stein bekommen. Das heißt, wir können mal wieder ein paar Bogenschützen uns hier anlächeln. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Wie sieht's hier bei unseren Gegnern aus? Die sind alle schon ungefähr bei 90. Sieht man so gar nicht. Sieht, glaube ich, weniger aus, als es ist. Da sind die Türme immer noch nicht komplett. Ich weiß nicht, ob die ihr Stein nicht komplett nutzen. Ist mir ein Rätsel. Haben wir das hier zugebaut? Da kommt kein Schwein ran, ne? Ungünstig. Ja, ungünstig. Okay, die kommen da doch lang. Da ist die Öffnung gewesen. Ist ja schon wieder ein bisschen lustig. So, okay, jetzt ist der Weg aber kürzer. Tada. Neue Arbeitsplätze. Okay, das war nicht ganz durchdacht. Da. So. Wir haben wieder kein Gold. Blöd. Da kommt nochmal Stein. Eure Beliebtheit sinkt. Kornspeicher leer. Blöde Sache. Aber ich will ja auch nichts bauen, solange hier nichts passt. Ich finde das halt irgendwie blödsinnig. So, einer von denen ist jetzt der, der hier drin war. Und ich weiß nicht welcher. Also warten wir mal wieder. So, die Obstsachen von hinten kommen auch. Sehr schön. So, er bringt da jetzt endlich sein Holz. Da war wieder voll. Hat er früh mitgekriegt. So, er war das hier die ganze Zeit. Jetzt läuft da das Kind lang, ey. Runter vom Gras. So. Dann haben wir schon mal zwei Kuhdinger mehr. Das ist doch schon mal nicht schlecht, nicht schlecht. Aber trotzdem fehlt uns da halt so ein bisschen was. Wir brauchen einen kleinen Puffer. Jetzt können wir auch mal ein bisschen Holz verkaufen. Ganz schön viel los hier. So, mehr Bogenschützen, sage ich. Oh, jetzt habe ich die Sicht gedreht. Das war nicht so ganz der Plan. Jetzt haben wir vier. So. Jetzt haben wir sechs. Auch nicht so ganz der Plan, aber kriegen wir schon gewuppt. Und hier sind auch nochmal sechs. So, da waren es fünf. Hier mal fünf drauf. So. Hier fünf drauf. Und nochmal fünf drauf. So, dann packen wir da einfach 15 drauf. So, das war hier zu ihm mit dazu. Dann haben wir jetzt wenigstens schon unser Torhaus hier besetzt. Da wird es dann schon langsam spannend. So, das Futter reicht schon wieder nicht. Das ist ungünstig. So, hier mit ihmchen. Eine läuft auch noch nicht so hundertprozentig. Mein Sieg ist na toll, da kommt er auch schon. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zur Neige geht. Ärgert mich hier mit dem Baum, aber gut, dann lassen wir den Baum da jetzt einfach mal, wo er ist. Haben wir da halt eine kleine Lücke drin. Hier kriegen wir auch noch was dazwischen. Und da war das Essen schon wieder leer. Blöde Sache. So, dafür kommt Stein hier an. Wir werden nicht überfallen. Güter. So, mehr Bogenschützen. Wichtig. So, die sind aber noch alle am Leben. Sehr cool. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, problematisch. Gott, wir haben auch echt schon viel Bevölkerung, ne? Das Futter geht einfach weg wie nichts. So, jetzt kommt Gott sei Dank ein bisschen was rein. Aber vom Prinzip her muss ja einfach ständig was reinkommen, damit es irgendwie läuft. Das ist ja nicht ganz so gut. So, er hat hier was weggebracht. Sehr schön, wir warten jetzt noch hier auf seinen Käse. Und dann
sortieren wir das hier mal neu, damit da wieder mehr hinpasst. So, Käse und Käse. So, weniger Käse. Ja, ist jetzt hier irgendwie blöd, ne? Weil das nicht so richtig passt. Ist es vielleicht schlauer, einfach jetzt hier Dings hinzumachen? Ne, passt leider auch nicht. Ah, das ist ja ungünstig. So, Moment, ich mach das nochmal hier weg. Das und hoffe, dass ich das hier nochmal irgendwie verschieben kann. Ich weiß auch nicht. Aber gut, gehen wir jetzt einfach mal hier auf das Weizen über. Das passt hier auch noch irgendwie zwischen, aber hier fehlt jetzt eins. Okay, das ist auch Mist. Da warten wir mal lieber, bis die Bäume hier noch gefällt sind. So. Oh Mensch, hier kam ja ganz gut Stein hin. Sehr cool. Eisenerz kam auch was. Holz haben wir wie immer. Da lumpt uns ja keiner. So. Jetzt laufen hier alle wieder durcheinander. Versuche hier mal noch irgendwie ein paar zusammenzukriegen. So, auch mit dahin. Und dann haben wir sogar noch 5 Hansels übrig. Sehr schön. So. So. Nee, nicht so. 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 Und so. 20 Stück sollten doch wohl ganz hübsch sein. Und dann holen wir uns auch gleich mal die nächsten ran. Die wir hier wieder aufteilen. So, wie sieht's hier aus? Ja, wir sind gut dabei. Ich freue mich. Er lächelt hier auch nicht mehr lange. So, alle da. Sehr schön. Macht ihn mal mit fertig hier. Da fliegen die Pfeile besser. So, rein da. Dieses Prestige-Projekt muss jetzt mal verschwinden. So, und jetzt fangen die Türme an zu funktionieren. Das freut mich sehr. So, jetzt ist hier aber zu viel los gerade. So. Lauf mal da rüber auf den Meter. So. Alles weg hier. Weg, weg. Ja, brauchen wir wieder ein bisschen was. Mal 5. 3. Nochmal 3. So. Was haben wir hier? 5. Sehr schön. Packen wir hier mal hin. So, 5. So, da habe ich jetzt gleich mal ein paar mehr raufgepackt, weil es halt der äußerste Turm ist. Aber, ich glaube, der hier wird nochmal wichtig. So, und hier kommt jetzt ordentlich Stein an. Das ist total toll. Sehr, sehr schön. Ja, das ist auch super. So, dann kaufen wir mal ein paar Brötchen nach. Und dann kommen jetzt hier noch mehr Bogenschützen. So, Dale. Bei den Holzfällern läuft das auch ganz gut. Hier hinten ist alles ganz geschillt. Hier sammelt sich das Stein. Das ist auch total toll. Heißt für mich mehr Ochsen. Viel mehr Ochsen. Vom Kalifen. Ihr strapaziert meine Geduld. Ich werde euch zermalmen. Er hat anscheinend Bock. Mehr Gold. Juhu. Und mehr Bogenschützen. Was haben wir hier? Ach, ich teile einfach mal welche weg. So. So. Ja, guck mal, die fühlen sich hier schon ein bisschen gelangweilt an der Stelle. Sind aber auch nur noch 12. Können einfach mal hier rüberschießen. Okay, den Fackelträger haben wir auf jeden Fall schon mal gekriegt. So. Weiter wird geteilt. So, teilen ist wichtig, hat man mir beigebracht. So. Rüber. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier 6. Sammeln sich. Sie kreisen über eure erbärmlichen Burg. Und dann packen wir jetzt hier einfach mal möglichst 30 Leute drauf. So. Dann passt das. Wir sind hier noch. 25 komplett. Die 12 haben hier nur ein bisschen gelitten. Die werden wir gleich nochmal aufstocken.
damit hier nicht gleich irgendein Blödsinn entsteht. Die sind hier nämlich gleich fertig mit Bauen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass die da voll reinhalten. So, ich will Pfeile fliegen sehen. Pfeile, viele Pfeile. Schneller Putt, sehr gut. Das freut mich doch glatt. So, da kommt unsere Aufstockeinheit. Gold steigt. So, wie viele haben wir jetzt hier? 14, perfekt.